möchte ich gerne Daniel Brückner auf die Bühne bitten. Er ist ein ursprünglich gelehrter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, nun aber schon seit vielen, vielen Jahren drogenpolitisch hier in Berlin aktiv, war sogar eine Zeit lang Moderator bei Exzessiv TV und hat nun seit letztem Herbst sein eigenes Projekt 420 Berlin. Also ich muss sagen, heute Morgen bin ich mit echt guter Laune aufgestanden, habe mich gefreut, Hanfparade. Aber ich muss euch mal ehrlich sagen, es liegt nicht an euch, aber meine Laune ist jetzt eher ein bisschen schlechter geworden. Denn es liegt an denen, die ihr Arsch heute nicht hochgekriegt haben und hier auf der Hanfparade sind. Nach Schätzung gibt es ungefähr 4 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Ich denke eher, das sind doppelt so viel mindestens, wenn nicht noch mehr. Aber wo sind die ganzen Leute? Wo sind die? Heute ist der Tag, wo wir hier bundesweit ein Zeichen setzen können. Hier in der Hauptstadt. Wir laufen nachher am Brandenburger Tor vorbei, am Reichstagsgebäude. Da, wo die Gesetze gemacht werden, haben wir einmal im Jahr die Chance, auf der Hanfparade hier ein Zeichen zu setzen. Und es gibt Leute wie die Leute, die das hier organisieren und auch andere Legalisierungsaktivisten, sorry, die sich das ganze Jahr den Arsch aufreißen. Und dann kommen hier Leute nicht mal her, einmal im Jahr zu einer Demo, um hier Flagge zu zeigen. Wollen die keine Legalisierung oder was? Ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass wir heute mit jedem von euch, der hier sind, das Beste rausholen können, eine fette Party feiern. Ihr seht schon, ich habe ein dickes Megafon dabei. Ich werde nachher am Zug der Demo für ordentlich Stimmung sorgen. Und ich hoffe, dass einige Leute mit nach vorne kommen und ordentlich für Furore sorgen, damit wir auch, wenn wir nur 2.000, 3.000 sind, zumindest akustisch das Zeichen setzen, dass wir 20.000, 30.000 sind. Was haltet ihr davon? Eines der wichtigsten Themen, was auf unserer Agenda steht, wo momentan ja unsere Gegner immer dieses Thema nutzen, ist ja der Jugendschutz. Was die meisten noch nicht verstanden haben, die immer noch dagegen sind, ist, dass nur eine Legalisierung wirklich den Jugendschutz garantieren kann. Denn schauen wir uns die aktuelle Situation an, man braucht nur in hier Berlin gehen, in die Parks oder zur Warschauer Straße oder was auch immer. Da stehen Leute, die verkaufen Gras und es ist egal, ob ihr 14 oder 44 seid. Denen geht es darum, dass sie ihr Zeug verkaufen, dass sie am Ende des Tages einen gewissen Umsatz haben und von den Leuten, die noch dahinter stehen, nämlich die wirklichen kriminellen Strukturen, die an dieser Sache verdienen, dass wir einfache Konsumenten sind, die werden dadurch gestärkt und die sind... jetzt habe ich den Faden verloren, fuck. Auf jeden Fall geht es um den Jugendschutz. Das Argument ist eigentlich auf unserer Seite, weil wirklich nur der Jugendschutz sowas gewährleisten kann. Wir hatten eigentlich geplant, eine Folge zu machen zu diesem Thema von 20 Berlin. Wir machen ja eine Menge auf YouTube, also checkt auf jeden Fall mal ab, wo wir mit einer unter 18-Jährigen in den Görlitzer Park gehen wollten, die dort was zu rauchen sich besorgen soll und anschließend im Edeka nebenan versuchen sollte, ich eine Flasche Wodka zu kaufen, um einfach mal aufzuzeigen, das Gras aus dem Park kriegt sie ohne Probleme. Aber im Laden, wo sie sich den Wodka kaufen will, da wird nach Ausweis kontrolliert und genau das ist es, was wir wollen. Wir wollen Verbraucherschutz, wir wollen Jugendschutz und wir wollen die Legalisierung. Und dafür sind wir heute hier. Schön, dass ihr hier seid und jetzt lasst uns richtig geil eine Party hier machen und für Cannabis legalisieren, Leute. Los geht's!